Ja, hallo allerseits, heute am Donnerstag, 2. März 2023. Hier an dieser Stelle habe ich vor einer Woche, letzten Mittwoch, gestanden, zufälligerweise vorbeigekommen und den Bürgermeister interviewt zu den Bauarbeiten hier in der Tepper-Siedlung. Und in diesem Video hatte er ja dann auch gesagt und hier rüber gedeutet, dass ab Freitag die Arbeiten mit dem Fußweg beginnen, sprich die Pflasterarbeiten. And then on Friday they will do on the pathway. Okay, ja. Yeah. And this Friday we'll start today. Und bin heute gerade wieder unterwegs durch die Tepper-Siedlung, hab mal geschaut. Von der Zukunft bis hier zum Dillack-Theater habe ich nichts an Bauarbeiten gesehen. Aber es ist ja nicht ganz umsonst irgendwie. Es sieht zumindest schon nach Arbeit aus. Wenn wir genau hingucken, es liegen schon mal Pflastersteine da drüben. Das heißt, die, Fliesen, Bodenfliesen für den Bürgersteig, die liegen schon da. Aber an Bauaktivitäten ist seit vorigen Freitag hier noch nichts passiert. Ja, so ist das mit den Versprechen wahrscheinlich der Bauunternehmen. Und insofern ja, die Frage, ob dann zur Songkran soweit alles asphaltiert ist oder im Juli dann die Bauarbeiten hier abgeschlossen sind. Mag sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich zumindest sehe hier noch eine Bauarbeiten zur Pflasterung des Gehweges. Auch hier, die Stelle sieht noch so aus wie in der vergangenen Woche. Aber zumindest gibt es schon Warnschilder, wo vor Tieflöchern gewarnt wird. Ja, ich lache deshalb, sonst Schild wäre ja vielleicht auch nicht schlecht in der Walking Street. Ja. Das war's wieder von mir. Spontan von unterwegs hier aus der Tepper-Siedlung. Also, bye bye. Und ein Tipp für morgen und übermorgen. Morgen ist Freitag und morgen startet das Musikfestival, Pattaya Music Festival, ab 20 Uhr an der Beach Road. Drei Bühnen in der Dusit-Kurve, irgendwo zwischen Zoll 5, Zoll 6. Und dann beim Hardrock Café Nähe Pattaya Klang, die dritte Bühne. Offizielle Eröffnung, 20 Uhr. Die Bands, die da auftreten, kenne ich nicht, kann ich auch nicht sagen jetzt. Kann sich jeder aber selber informieren. Zum Beispiel im Pfarrang, da ist das Programm ja mal abgedruckt gewesen. Also, morgen übermorgen Musikfestival in Pattaya. Heute Abend, ganz normaler Abend hier in der Tepper-Siedlung. Also bye bye, ciao, ciao.